habe ich versucht, jetzt irgendwas zu fotografieren. Und da hat sich ergeben, dass in Spandau eine Kirche gesprengt wurde. Das habe ich aufgenommen und auch den Turmknauf, in dem Dokumente des Erbauerjahres aufbewahrt wurden. Das hat das Spandauer Volksblatt abgedruckt und wohl auch noch ein paar Zeilen, die ich verfasst hatte. Und dann meinten sie, ich könnte ja öfter mal was machen. Habe ich dann auch gemacht, haben da auch gedruckt. Da konnte ich dann auch, da habe ich damals noch in Spandau gewohnt bei einem Rentner-Ehepaar, bei denen durfte ich im Badezimmer entwickeln, auf der Badewanne ein Brett und da stand dann alles drauf. Also primitiver geht es eigentlich nicht, aber damals ging halt alles nach dem Krieg. Es gab nichts und irgendwie hat man sich, anders als heute, wo alles da ist, hat man sich zu helfen gewusst irgendwie. Ja, ne? Ja. Naja, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch meine Bilder angeboten habe bei anderen Zeitungen in Berlin zum Teil, die es heute noch gibt, Tagesspiegel zum Beispiel. Oder Welt am Sonntag hieß das ja. Da habe ich damals Boxfotos gemacht in der Waldbühne von den Kämpfen. Tenhoff Gardner, kann ich mich noch erinnern, waren damals bekannte Boxer. Da saß ich immer direkt am Ring und hatte meine Ellbogen auf den Ring aufgestützt. Da hat dann auch mal ein paar Blutspritzer abgekriegt von den Treffern. Und dann hatte ich schon ein Motorradfahrer, der fuhr mit dem ersten Film, 6x9, 6x6 damals, fuhr der schon los, um dann hatte ich damals auch schon jemanden, der mir entwickeln konnte, um das schnell zu entwickeln und zur Zeitung zu bringen. Weil das war ja immer Sonnabend und am Sonntag sollte das ja als Titelbild schon in der Zeitung sein. Nicht? Naja, dann ging das immer so weiter. Ich bin dann auch in die Filmateliers gegangen und habe von den Schauspielern Bilder gemacht und wurden dann zum Teil auch gedruckt. Bis man dann fand, ich könnte ja da noch ein bisschen mehr machen, also mal so einen ganzen Film immer fotografieren für die Ausstellungsbilder, die es damals auch noch gab. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch welche gibt, die am Kino noch draußen im Glaskästen angemacht werden. Ja, und dann wurde der Filmkurier daraus auch gemacht. Den gibt es, glaube ich, heute noch oder so ähnlich. So ähnlich, ja. Nicht? Wo also die Bilder des Films und die Darsteller aufgeführt werden. Ja, ja. Naja, und das führte dann eines Tages auch dazu, dass ich Kontakt bekam mit den Produktionsfirmen und hat sich eine Gelegenheit aufgetan, einen Film zu machen, weil der Kameramann krank wurde. Das war der, der mir damals geraten hatte, erstmal Fotograf zu lernen. Und das war mit Bertha Drews und Willi Rose, zwei bekannte Volksschauspieler seiner Zeit. Und das war auch so eine nette Serie, so mit alltäglichen Dingen. Die haben ein Hausmeister-Ehepaar gespielt in Charlottenburg. Mhm. Und so ging das dann immer weiter. Also parallel ging natürlich auch weiter die Sache mit meiner späteren Frau. Richtig, jetzt das Haus, die Wohnung. Ja. Inzwischen hatte ich also schon mein Quartier gewechselt. Also ich war beim Filmkomparsen, dann war ich in der Wohnung, wo die Eltern meiner Frau wohnten und sie selbst auch in einem winzigen Zimmer, wo sie nachts dann immer noch studiert hat. Und dann ergab sich die Möglichkeit, das war also schon die zweite Wohnung, die Wohnung nebenan, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da fest einzuziehen. Damals musste das noch genehmigt werden vom Bezirksamt. Man musste einen Wohnberechtigungsschein vorweisen. Den konnte ich natürlich vorweisen, weil ich ja Pressefotograf war. Das war ganz wichtig. Ja, okay. Ja. Und das wurde dann also auch zu klein. Und dann gab sich die Möglichkeit im vierten Stock, also wir sprachen bisher vom zweiten Stock, da wurde von einer Vierzimmerwohnung, hieß es, das kann die nicht mehr bezahlen, alles. Es war eine Sängerin. Zwei Zimmer werden da frei vermietet und mit Küchenbenutzung, mit allem drum und dran. Dann habe ich das gemacht. Das war also schon dann die vierte Wohnmöglichkeit in dem Haus. Und das blieb dann sehr lange. Da sind dann auch meine beiden Kinder
ein Junge und ein Mädchen geboren worden und aufgewachsen. Bis dann eines Tages, ist noch gar nicht so lange her, ist erst 14 Jahre her, in meinem Alter ist das noch nicht lange her, ja. Nicht? Kam dann diese Sache mit dem Eigenbedarf des Vermieters. Das waren Eigentumswohnungen. Das waren Eigentumswohnungen in dem Haus von verschiedenen Leuten. Nicht nur einer für das ganze Haus, sondern verschiedene Leute. Ja, ja. Und da musste ich dann ins ersten Stock runter. Gleiche Wohnung, erster Stock. Ja. Da bin ich auch jetzt noch drin. Vier Zimmer. Ziemlich große, Altbau, große Zimmer. Ja. 3,95 hoch. Ja. Und das große Zimmer mit Balkon, das hat allein 48 Quadratmeter. Ja.